Hallo Leute, heute blicken wir im Schnack auf ein junges Talent, das vielleicht schon viel, viel mehr als nur ein Perspektivspieler sein kann, Johannes Eggestein. Der junge Bruder von Maximilian Eggestein ist erst mit 15 vom TSV Havelse zu Werder gewechselt und auch erst Mitte des Jahres gerade mal 18 Jahre alt geworden. Und in der A-Jugend-Bundesliga verzückte er seine Zuschauer mit sage und schreibe 33 Toren in deutlich weniger Spielen. Das ist schon mehr als nur eine reine Duftmarke, auch wenn die A-Jugend natürlich keine Bundesliga ist, das ist klar. Und nicht umsonst hat natürlich auch Werder alles dran gesetzt, diesen Jungen bloß an Bremen zu binden. Was allerdings auch nicht durch die Tatsache leichter wurde, dass er als eines der Top-Talente aus seinem Jahrgang gilt. Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg, angeblich sogar Bayern und Manchester United wollten ihn haben. Letztlich hat er jetzt Gott sei Dank für 3 Jahre an der Weser unterschrieben. Normal versucht man natürlich immer gerade so junge Spieler eher länger an den Verein zu binden, 4 bis 5 Jahre. Probieren es die meisten Vereine, allerdings wird das wahrscheinlich nicht direkt im Interesse von Eggestein selbst gelegen haben. Kann man ihm eigentlich aber auch nicht verdenken, denn er will sich ja nicht einfach nur gut weiterentwickeln, er möchte ja sicherlich auch irgendwann eine gute Perspektive innerhalb des Vereins, wo er gerade spielt, vorfinden. Und da ist es halt nur vorsichtig und auch gar nicht so unkorrekt, dass er dann natürlich auch die Entwicklung des gesamten Vereins ein bisschen abwartet. Kleines Plus aber für uns, es soll angeblich keine Ausstiegsklausel im Vertrag geben. Naja, ist ja etwas Schönes. Und 3 Jahre sind ja auch 3 Jahre. Vielleicht verlängert er ja doch noch irgendwie seinen Vertrag, weil sportlich wieder Wunder bei Werder läuft. Der Plan, den Werder mit Eggestein hat, erstmal in der U23 Spielpraxis sammeln, allerdings schon mit den Profis trainieren, macht er jetzt auch gerade die ganzen Trainingslager mit, ist bei den Testspielen mit dabei, hinterlässt da auch echt schon gute Eindrücke. Und in Bremen möchte man ihm einfach gerade alle Zeit der Welt geben. Ich persönlich glaube allerdings, dass Eggestein auch schon in diesem Jahr hin und wieder mal zur Option werden kann und vielleicht auch schon in Liga 1 Duftmarken setzen kann. Ich meine, den Jungen muss man nur mal spielen sehen und man erkennt halt wirklich, dass das einfach ein unfassbares Talent ist. Also einfach nur geil, dass er Gott sei Dank bei uns so mehr oder weniger die ersten wichtigen Schritte in seiner fußballerischen Laufbahn hatte, denn nur so konnten wir den halt binden. Einziges Manko vielleicht derzeit, seine Statur, aber da soll er ja angeblich schon intensiv dran arbeiten. Riesiges Plus, er ist total unbekümmert, sehr, sehr stark am Ball, wirkt auch wirklich sehr, sehr schnell. Und hat unheimlichen Zug zum Tor, was mir total gut gefällt als Fan. Und das wichtigste Kompliment gab es immerhin von unserer Stürmerlegende Claudio Pizarro himself, denn der meinte nur, Jo ist ein guter Junge, er hat enorme Qualität, ist beidfüßig stark und unheimlich gut im Abschluss. Zu Kopf steigen ihm diese Sachen aber angeblich nicht, denn man hört eigentlich echt aus dem ganzen Bremer Umfeld nur Gutes, er wirkt total bodenständig, geht super mit der Situation gerade um, verhält sich schon gut, super gut in der Mannschaft integriert. Santiago Garcia hat ja in einem Interview auch schon von ihm geschwärmt und auch von seinem Bruder. Also echt tendenziell gute Vorzeichen, dass er und, also dass beide Eggesteins vielleicht so ein bisschen durchstarten könnten in diesem Jahr schon. Aber man muss ja wirklich sagen, es hätte schon was Geiles, wenn er und sein Bruder so ein bisschen für den Aufschwung der Bremer stehen, der uns hoffentlich schon kurz bevorsteht. Etwas Optimismus muss an dieser Stelle natürlich auch immer erlaubt sein. Aber wie gesagt, ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass der Junge mehr als nur mal die ein oder andere Spielminute kriegen wird, weil er halt einfach, naja, man guckt ihm zu und man meint halt echt viel, viel Gutes sehen zu können. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf den Jungen und mich würde es eigentlich gar nicht überraschen, wenn er auch schon das ein oder andere Tor in diesem Jahr beisteuert. Freuen würde ich mich darüber sogar auch. Leute, das war die Folge über Johannes Eggestein. Was traut ihr dem Jungen zu? Ich halte ihn einfach für ein unfassbar geiles Talent. Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Adios.